Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Let's Play zu Last Epoch. Wir sind hier zum Anfang mit einem Primalist. Der hat jetzt schon mal einen Wolf und wir machen Tempest Strike, heißt er. Skills. Da gibt es neue Informationen. Tempest Strike auf Physical, also auf den unteren Baum. Er wird zwar nicht so viel AOE haben wie der Coldbaum, den habe ich schon mal ausprobiert. Okay, der Physiker habe ich auch ein bisschen angezockt, ganz wenig, als der Tempest Strike rauskam, aber mir gefiel ihn damals noch nicht so gut. Der wurde ein bisschen gebufft und ja, manche Unix und so sind für diesen Beat. Deshalb machen wir den. Das ist ein ziemlich ein Anfängerbeat, aber ihr solltet vielleicht schon mal eines der Unix haben, die ihr braucht. Zum Beispiel der Fang. Nein, den brauchen wir nicht unbedingt, weil ich merke gerade, man sollte nur ein Pet tragen für den Bild. Und der Fang macht natürlich mehrere Wölfe. Also, dass ihr eigentlich nicht mehr diesen Hole einsetzen könnt, weil dann immer wieder einen zweiten beschwört und dann wieder schwächer seid. Aber der Bild ist ganz einfach so viel Tankiness wie möglich, weil ihr macht genug Schaden. Und ja, einfach diese Unix noch tragen, damit ihr überhaupt noch genug Schaden macht. Natürlich, auch wenn ihr Full Tank seid, braucht ihr das natürlich schon dringendst. Und es hat sich sehr viel geändert hier am Anfang, merke ich gerade. Vor allem optisch hat. Und auch manche Gegner sind neu. Hä? Richtig cool. Ja, ich hatte längere Zeit jetzt Aufnahmeprobleme. Ich konnte keine Parts mehr aufnehmen, die verschiedenen. OBS-Menü waren im Vordergrund. Also ich konnte nur noch OBS aufnehmen und Last Epoch nicht. Das hat sich jetzt geändert. Ihr merkt, habt es wahrscheinlich am Anfang gemerkt. Ich hatte OBS noch kurz sichtbar an. Ich kann das nicht ändern. Das ist jetzt der Bildschirmmodus. Also ja, tut mir leid, dass ich da nicht so schnell drauf gekommen bin, einfach den Bildschirmmodus aufzunehmen. Aber einfach, dass ihr merkt, am Anfang und am Ende seht ihr kurz OBS. Aber das ist ja eigentlich, ja, klar beim Bildschirmmodus. Ich könnte gerne dann auch ein Livestream irgendwann machen, aber jetzt am Anfang noch nicht. Wenn ihr Lust habt, aber es muss sich halt echt lohnen, kann ich manchmal am Abend Livestream Last Epoch, weil momentan habe ich nicht so viel Bock auf MMORPGs, weil es mir einfach auch ein bisschen zu viel Zeit kostet. Ja, das ist der... Ah, der Claw heißt es, nicht der Fang. Ah, der Claw, die Klaue, nicht die... Die Reisklaue, oder was heißt der Fang? Ja, dann ist ja klar, dass ich das jetzt nicht so... Ding, ich suche gerade einen Gürtel, aber es gibt keinen besseren Gürtel. Ah, doch, hier unten. Ja, Minion. Komm, Minion. So. Was noch? Ein Schild könnten wir gebrauchen. Minion Damage. Ja. Überall Minion, Minion, weil ich nur Minion Pets, also Pet Builds gemacht habe. Ja gut, das Amulett, das ist natürlich noch wichtig. Ja, man hat keine Übersicht, was ist. Also ich kann an den Bildern meistens nicht so dolle schauen, was ich jetzt gerade brauche. Weil viele, ja, sehen so aus, als würde es ein Zauberer sein. Also würde Dinge, Items für einen Zauberer sein. Und das brauche ich ja eigentlich nicht. Deshalb, was brauchen wir noch? Ein Relik? Ja, also Crit und Necrotic Damage. Ein Shade brauchen wir noch. Wir können ja mit dem Spoon ein bisschen spielen. Also nur Feuerschaden. Ja, das Melee Feuerschaden drauf. Ah, Mist. Blöde Items, ey. Man braucht einfach viel Zeit, um irgendwie sich zu equippen am Anfang. Das meiste nur Minion. Also, ich finde jetzt echt nichts Gutes, weil sonst gehen wir einfach weiter.
Und sind am Anfang halt nicht so stark. Okay, wenigstens physische Damage. Jetzt noch ein Schild. Können wir irgendwo noch ein Schild finden? Der Helm habe ich sowieso nicht. Helme findet man am Anfang nie gute. Da müssen sie auch noch ein bisschen es verbessern. Kein Schild. Nicht mal ein Unique Schild. Nee, ich habe alles weggelegt. Genau, Ochirians Pedals wirkt, glaube ich, auf die Spells. Also, Inquisitor Cast Speed brauchen wir nicht. Crit Chance brauchen wir, ja. 89% Inquisitor Spell, Physical Damage. Diese Kugeln sind Spells, das müssen wir ausprobieren, aber ich glaube, diese Spikes. Ja, sehen eher aus wie Kugeln, aber die sind Spell. Deshalb machen wir ein Bild um diesen Blessing. Schild. So, dann sind wir bereit. Schauen wir nochmal kurz. Ochirials Pedals. Spell. Skill. Spell. Okay. Dann wird es gehen. Nein, das mache ich nicht. Das auch nicht. So, jetzt. Wenn ich doch Alt drücke, dann sollte nicht OBS aufgehen. Aber gut. Also ja, es funktioniert alles noch. Das dachte ich schon, es hätte es auch noch die Aufnahme gecrashed oder so. Es gab es jetzt wirklich in letzter Zeit viele Crashes. Bei meiner Version, also 0.7. Jetzt haben wir F und jetzt sind die Crashes irgendwie weg. Zum guten Glück. Aber ja, das Ganze, also der ganze Client ist halt irgendwie ein bisschen buggier geworden. Dadurch eben auch kein Fenstermodus mehr. Finde es ein bisschen doof, aber gut. Stun Chance ist natürlich immer gut. Gibt es jetzt eigentlich bei Tempest Strike einen Crit Knock? Nein, aber. Das frage ich mich kurz noch, weil nehme ich natürlich wieder ein bisschen viel Zeit. Stun Chance, Spike, Erd Spike, Summon Dornentoten. Ist scheinbar sehr gut. Also man denkt sich so Toten zu beschwören, ist jetzt nicht so gut. Es gibt keinen Crit. Kann nicht Norton Winds procken, das ist jetzt nicht so toll. Oder? Aber AF Spike Chance, also wir sollten die Chance schon sehr hoch machen, oder? Was denkt ihr? Dürft mir gerne noch ein bisschen beim Bild helfen. Ich möchte natürlich auch ein Bild haben, der auf Level 100 noch etwas reisen kann. Weil die Minions sind natürlich schon sehr stark. Jetzt muss ich natürlich auch wieder schauen, es ist Stärke. So viel geklickt. Es ist beides. Stärke und Attunement. Ja, sollen wir beides nehmen? Nee, nur Stärke, hä? Eigentlich ist ja Elemental Protection schon cool. Gut. Aber wir gehen auf Stärke, hä? Ja. Wir brauchen gar nicht so viele Nods. Eigentlich brauchen wir nur diese Aspect of the Eagle oder Shark, glaube ich, Shark, oder? Nods, damit wir ein bisschen schneller sind. Und sonst eigentlich, ja, Companions Mods, dass man einfach stärker wird von einem Companion. Das wird wahrscheinlich der Bär sein dieses Mal. Weiß es nicht. Kann es nicht sagen. Und ja, einfach Health und ja, Life Leech und so. Und Protection. So. Wir rushen aber jetzt eher ein bisschen durch. Ja, ich habe einen Blitz, also Lightning Blast Sorcerer noch angefangen, aber mir gefiel es nicht, dass man nur noch gerade ausschlagen kann, kein Ketten,
also keinen Kettenblitz mehr hat. Ansonsten einfach der Spell zu schwach ist. Nein, fast. Und deshalb dachte ich ja, ich fange neu an mit euch gemeinsam, eher mit so einem Bild, weil das natürlich schon viel besser ist. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich hier auf Summon Wolf gehen soll oder schon auf Ding, ich glaube eher. Ja, was nehmen wir? Ja, das hier unten. Aber unbedingt mehr Angriffsgeschwindigkeit ist viel wichtiger. So. Was müssen wir hier nochmal? Nochmal, sorry. Ah, ich habe gar nicht fertig geredet. So. Und tschüss. Jetzt sind wir natürlich nochmal so ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, wie sich das auswirkt mit Leap Slam. Ist eine Attacke wird schneller, wenn wir schnellere Angriffsgeschwindigkeit haben. Dann könnten wir so ein Mega-Schwert einsetzen, oder? Also entweder der Humming Bee oder der andere. Nein, der andere ist eher Elementar. Ja, Humming Bee einsetzen. Weil wir machen ja Schaden mit dem Spell. Impossible. Aber geht das Stärke auf Spell, dass die Attacke stärker wird? Sonst haben wir nur Nahkampf Schadensbonus. Ich denke schon, dass es stärker wird. Aber wir haben keinen Minion mehr. Wieso wird das immer sofort ersetzt? Ich finde es so schade, dass alles ersetzt wird. Wenn man einen neuen Spell lernt und dann oben in die Klose einfügt, dann sollte nicht das ersetzt werden. Das ist verwirrt nur. Ich habe es echt längere Zeit nicht gemerkt, dass ich keinen Wolf mehr habe. So auch ein bisschen abgelenkt bin von anderen Sachen. Es ist ja, der Wolf ist ja nicht stark momentan. Noch. Also, deshalb ist es eigentlich egal. Solche Sachen sind noch Dinge, die nerven an Last Epoche. Dass man auch nicht so benachrichtigt wird. In einem Spiel ist wichtig, dass der Spieler benachrichtigt wird. Und wenn der nicht benachrichtigt wird, wenn irgendwas sich geändert hat, wie zum Beispiel der Spell oder ein Item nicht mehr tragbar ist, weil Attributsanforderungen nicht mehr gelten. Also im Last Epoche haben wir ja keine Attributs-Ding. Aber zum Beispiel bei Path of Exile habe ich immer wieder rote Items im Inventar, also oben im Ausrüstungsscreen. Und ich merke es nicht. Ich merke es einfach nicht, weil ich schon ein Veteran bin, weil ich das eigentlich gar nicht mehr merken müsste. Und das ist manchmal nicht so gut. Aber so, ab der Screen jetzt ist schon viel entspannter. Also sie machen Fortschritte, aber es ist alles noch in einem Beta-Status. Was eigentlich für normale Zocker nicht so toll ist. Ich bin's gewöhnt. Also ich. Ja. Ich bin's ja gewöhnt, weil ich schon lange immer Beta-Tester war. Okay, ich konnte da nichts mehr machen. Drücken. Und dadurch. Bin ich auch mehr so ein bisschen am Erzählen, was jetzt gerade nicht so stimmt und. Was noch besser mal gemacht werden kann. Nur viele Entwickler verstehen das aber auch nicht so, wenn die Spieler natürlich ein bisschen Kritik haben und ignorieren viele Sachen dann. Das ist die Sache. Ich denke, die Entwickler tun da schon sehr viel ignorieren und das finde ich nicht so toll, weil im Spiel würde es wirklich gut machen, wenn man, wenn es jetzt eigentlich vorwärts geht mit dem Beta-Fixing, also alles Bugs, Glitches, alles mal rausnehmen, damit auch viele Spieler dann auch Ding. Und ich habe letztens erst einen Post bekommen, ich glaube es war sogar erst gestern, hat einer gefragt, wann die deutsche Version kommt. Und da kann ich eigentlich nur sagen, die Entwickler scheren sich nichts davon, vorwärts zu machen. Also sie machen es, aber es wird wahrscheinlich sicher noch ein halbes bis ein Jahr dauern. Kann man nichts machen. Entwickler sind halt so und das ist halt auch aufwendig, okay. Wenn sie einen würden finden, der gut Englisch und Deutsch kann,
würde das so einfach und günstig sein. Aber die Entwickler scheren sich nicht davon, daraus irgendwie das Profit zu machen. Weil dann können endlich auch viele Spieler, so deutsche Spiele zocken, wenn sie auf Deutsch haben oder andere Sprachen. Nur das kennt man von anderen Games auch. Ja, Heimatsprachen vom Entwickler sind natürlich tausendmal wichtiger. Und dann irgendwie auch noch Russisch und Chinesisch, damit man Paysailer hat. Aber deutsche Version kommt meistens immer lange nicht. Das finde ich so schade, weil ich könnte das sogar selber machen. Meine Englischkenntnisse sind nicht so gut. Aber ich könnte das mit ein bisschen Feedback selber machen. Die ersten Versionen werden wahrscheinlich ein bisschen Denglisch sein, aber gut. Das muss man halt. Aber ich würde es sogar machen. Weil eben, ja. Entwickler sagen eigentlich nichts zu Let's Playern. Wir machen eigentlich noch Let's Play zu Last of Us. Viele haben leider aufgehört. Finde ich ein bisschen schade. Das ist immer so. Und ich denke immer selber, ich höre immer schnelle Projekte auf, was mir überhaupt keinen Spaß mehr macht. Aber Last Epoch macht mir ja seit, wann habe ich angefangen? September ungefähr. Mit dem Let's Play im Dezember. Eigentlich immer noch mega Spaß. Endlich Swipe, wow. Ja, jetzt muss ich dich wieder raushauen. Geht wieder nicht. Jetzt geht's. So. Jetzt brauchen wir es weiter. Und hier machen wir eigentlich immer auf. Wo ist es denn? Area. Oder Schaden. Ich mache zuerst Schaden, dann Angriffsspeed. Und höre jetzt auf zu schreien da unten. Mano. Ja. So. Jo, und unten in der Videobeschreibung ist die Playlist von allen Let's Play Parts. Und in meiner Playlist-List im Kanal habt ihr noch andere Parts, wie zum Beispiel Patch Notes, ausführlich angeschaut und erklärt. Und Gameplay Parts von noch ein bisschen früher und so. Müsst ihr mal anschauen, wie sich das Spiel sich entwickelt hat. Einfach mal den ersten Part von meinem Last Epoch Franchises Videos Zeugs Playlists anschauen. Es hat sich sehr viel geändert. Das finde ich auch richtig toll. Und bis jetzt ist der Anfang eigentlich viel besser geworden. Also das haben wir alles schon mal gezeigt, aber die Grafik ist nun jetzt besser und ja, kommen wir ein bisschen schneller vorwärts, weil wir ein bisschen stärker sind. Und eben, ich möchte schnell ins Endgame kommen und das euch zeigen. Deshalb kann ich jetzt auch gerade nicht so viel schweren Content zeigen. Also es sind schon relativ viele viel Schaden noch bekommen. Zum Beispiel der Baum hilft da uns sehr. Das ist halt bei Nahkampfbilds, man bekommt immer viel mehr Schaden über. Weil auch Nahkämpfe uns treffen können. Und weil wir halt auch ja, länger laufen müssen und so. Aber das ist normal. Ich bin, glaube ich, wieder ein bisschen falsch gelaufen, also immer ja, zickzack laufen. Also das erste, das seht ihr, dass das oben ist, das andere ist unten und das. Hier ist er wieder oben. Das ist einfach so. So ist hoch und dann runter, dann wieder hoch. Dann müsst ihr nicht so lange laufen. Void ist halt am Anfang echt schwer. Also Void Monster, diese die so blau sind, blau-lila, die machen halt am Anfang echt viel Schaden. Da müsst ihr schauen, dass ihr halt als Nahkämpfer nicht zu sehr reingeht. Ja, dann Sweep nicht. Den Leap nicht. Ja, Englisch ist wirklich nicht so mein. Ja. Tut mir halt
echt nicht so viel Gedanken machen, was heißt. So, jetzt haben wir Area. Endlich. Area ist halt wichtig für 2. Das müsst ihr unbedingt am Anfang nehmen. Damit ihr einfach mehr Gegner auf einmal schlagen könnt. Es ist schon extrem gering, wenn ihr vorstellt, Cleave bei Parfexa ist und wird doppelt so groß am Anfang. Da haben sie schon ein bisschen zu wenig AOE gemacht. Das macht auch niemand einen Swipe-Skill. Eine Swipe-Skillung, denke ich mal. Also ich würde es nicht machen. Aber Support mache ich das immer rein am Anfang. Swipe ist der stärkste Kill am Anfang. Aber auch halt der am wenigsten nützliche fürs Endgame und so. Ja, was machen wir denn für Idole rein? Ich habe gehört, es gibt recht gute Idole für den Beastmaster. Aber nicht für einen Tempest Strike Queen. Eventuell halt mit der Tech Speed hat Claw Totem Proc. Also wirklich sofort 3 Claw Totems noch haben. Nicht viel Schaden machen. Oder dass wir halt einfach auf irgendwie Bluten oder Crits gehen oder sonst irgendwas. Ich finde immer schade, wenn man einen Crit-Bait hat und im Spell oder also in der Fähigkeit dann kein Crit ist. Dann verschenkt man schon ein bisschen Crit-Chance und Crit-Stärke. Multiplier. Ja, jetzt schauen wir mal auf die Dauer 21:36. Okay. Ja, und nächste Zeit werde ich dann einen zweiten Bildschirm haben und danach Lust haben zu livestreamen. Aber es geht vielleicht noch ungefähr so, sagen wir, einen Monat noch. Leider. Ich würde mir gerne ein bisschen spenden, damit es schneller geht, dass ich schneller livestreamen kann. Oder ist dann halt eher auch wieder auf Twitch. Ja, ich könnte eigentlich wirklich auf YouTube dann streamen. Aber auf Twitch hat man halt einfach auch ein paar mehr Sachen. Zum Beispiel dieses Add-on hier rechts ist von Twitch. Und dann hätte ich das eigentlich immer sehr gut im Überblick. Man muss den Browser nicht offen haben, der eigentlich viel zu groß ist, oder? Ja, deshalb lieber auf Twitch, aber ihr bekommt ja die Videoaufzeichnungen dann immer auf YouTube auch über, wenn ihr einfach auf YouTube auch bleiben wollt. Oder beides nutzen wollt. Und dann bin ich eigentlich mal auch ein bisschen bereit, aber ja, ich mache halt sehr viel Sport und dann ist man nicht immer bereit zu livestreamen. Es kann also sein, dass ich manchmal nur ein oder zweimal pro Woche livestreamen kann. Auch so ist es, oder ihr macht euch mit dem Sport auch mega etwas dagegen, live zu streamen zu können. Also, Livestreaming ist verantwortlich fürs Gehirn und der Sport ist eigentlich auch ziemlich, ja, wie sagt man so schön, verantwortlich für den Körper und fürs Gehirn dann dadurch auch. Habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr wollt lieber schlafen als zu Livestreamen, auszuruhen. Ja, ist halt immer so eine Sache. Also ich gehe eigentlich nur auf Stärke und einen auf diesen Not. Damit wir hier... Ja, den können wir sowieso nicht nutzen, Tonbond. Also ich nehme den einen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Und hier oben... Nix, okay. Wird schwer sein, den zu perfektionieren. Also, da brauche ich auf jeden Fall Hilfe. Aber ich denke, er wird auch ohne richtig gut geskillt zu haben, schon sehr stark zu sein. Also, in diesem Spiel, probiert einfach aus. Ihr habt noch nicht so viele Ideen, natürlich. Aber ihr bekommt dadurch eigentlich ziemlich viel Wissen über. Ich lerne immer gerne alles selber und nicht unbedingt
Ja, von Guides, weil Guides machen euch auch ein bisschen unsicher oder ja, faul halt. Denkt dann so, ja, der Bild ist perfekt. Dabei ist er gar nicht meistens gut, weil eventuell habt ihr nicht die Eignis davon oder sonst irgendwas. Auf Guides will ich jetzt nicht immer schauen und auch nicht auf Meinungen von anderen. Schaut einfach am besten darauf, dass es euch gefällt, dieser Bild. Und nicht anderen oder eben von Guides heraus. Ihr müsst schauen, dass es euer Bild ist und nicht irgendwie anderen ihr Bild. Es ist natürlich immer leichter als Anfänger, aber ich habe gemerkt, wir machen Builds von Guides und ja, vor allem Videos, wo sie das erklären, irgendwie nicht so viel Spaß. Weil ich auch, ja, dann auch eher so ein bisschen. Farewell. Jo, gelernt wurde, oder? Lernen macht meistens nicht so viel Spaß wie selber ausüben. Also, es im Fußball. Ich schaue mir keine Tutorial-Videos an. Also, ich kenne schon Fußball recht gut. Ich müsste eigentlich gar nicht mehr anschauen. Aber das meiste kommt vom selber lernen. Wie macht ihr das am besten? Wie schießt ihr jetzt eine Flanke? Da müsst ihr ja einen Bogen schießen und das könnt ihr einfach nicht durch ein Tutorial lernen. Das müsst ihr selber mit dem Gefühl, wie ihr den Ball trefft, lernen. Deshalb sind meistens Fußballprofis gar nicht so geübt in solchen Sachen. Geben das immer in anderen Teammitgliedern, oder? Einfach selber lernen die Sachen. Also einfach durch Ausüben, durch Gamen lernt ihr am besten. Einfach machen, egal wie schlecht ihr seid. Aber irgendwann werdet ihr auch besser. Und ich denke, ihr werdet sogar schneller besser, wenn ihr dasselbe seid. Dann werdet ihr auch zu Profi. Profis werden nicht durch Tutoren gut, nicht meist. Ah, der Schrein. Ich dachte, das wäre ein Ausrufezeichen. Ihr werdet nur perfekt sein, wenn ihr selber lernt. Ein Lehrer kann dir bis auf ein auf diesen Dingen, wo die Meister selber sind, können sie dich lernen. Aber was alles drüber über einen Meister ist, müsst ihr selber lernen. Und das könnt ihr nur selber lernen. Und das solltet ihr selber lernen. Und nicht anderen Meister suchen oder sonst irgendwas. Das ist meistens ja nicht so das Beste. Wenn ihr zu viel Meister habt, werdet ihr leichtsinnig, oder? Ja. Ich habe einfach gemerkt, viele Builds sind so in Level 60, Level 70 nicht mehr gut von anderen Leuten. Ich habe ja diesen Poison Beastmaster gemacht mit dem Skorpion und so, der hat so wenig Schaden gemacht. Auch eben diesen Necromancer Build mit dem Feuer Damage. Naja, hat nicht so viel Damage gemacht. Einfach weil mir die Items fehlen, weil ich nicht gerne crafte. Und weil es halt einfach nicht optimal für mich war. Jetzt schauen wir mal mit diesem Bild, wie weit kommen wir. Vor allem eben auch immer noch mit wenig craften. Sollte aber ein gutes Bild. Also sollte gut funktionieren. Ja. So, jetzt gehen wir kurz zurück und machen nochmals eine Aufnahme. Ah, okay. Ja, okay. Wir laufen einfach wieder hier hoch. Danke, ich kann nicht mehr ins Portal. Oh lol. So. Quest abgeben. Und ja, dann mache ich halt heute Abend nochmals eine Aufnahme, weil ich gehe jetzt auf einen Berg wandern. Haben wir es abgegeben? Ja. Okay, dann haben wir keine Quest hier. Schade. Ja, ich schaue nochmal nach, ob ich das abgegeben habe. Ich habe es sicher abgegeben. Gut, dann haben wir 29. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basel. Tschüss.